Willkommen im Chancenreich. Dies ist ein Podcast vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, frühe Chancen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir ein anderes Angebot der frühen Hilfen vor. Mein Name ist Christina Kwakulinski und ich begrüße heute Karin und Christina aus der Erziehungsberatungsstelle Ronnenberg. Und wir sprechen über die frühe Beratung. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke, wir freuen uns auch. Ja, schön. Zum Warmwerden stelle ich euch nochmal eine kleine Frage, einfach damit wir mal wissen, wie ihr so tickt. Sag mal, Karin, was war denn das schönste letzten Sommer für dich? Das war das Hurricane Festival, was ich besuchen durfte. Und nach so einer langen Corona-Pause war das echt ein Erlebnis. Alle waren freundlich und friedlich und es war einfach nur schön. Ach, schön. Und Christina, wenn du Richtung Herbst blickst, worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich sehr auf Spaziergänge im raschelnden Laub und vielleicht mit Glück ein bisschen Sonne dazu und frische Waldluft. Oh, klingt gut. Gehe ich auch mit. Sehr schön. So, ihr beiden, ihr kommt ja aus der Familienerziehungsberatungsstelle in Ronnenberg und bringt die frühe Beratung mit. Was ist denn frühe Beratung? Also muss ich da besonders früh in der Beratungsstelle sein oder was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, spannende Perspektive. Besonders früh mit Blick auf das Alter des Kindes, so würde ich es, glaube ich, beantworten wollen. Mhm. Also frühe Beratung ist für Eltern von 0 bis 3-Jährigen, so können wir es, glaube ich, allgemein sagen, zu verschiedensten Themen. Alles, was irgendwie in dem Alter wichtig ist und vorkommt, ne? Also sei es Entwicklungsthemen, häufig haben wir Schlafen, Füttern, nicht richtig essen wollen, dann die Autonomiephase oder früher hat man Trotzphase gesagt, die ja mit 2 kommt. Also alle Themen, die irgendwie in diesem Alter so mit wichtig sind, die fallen da mit rein. Alles klar. Genau. Vielleicht auch noch für Eltern, wie schaffen wir das, Eltern zu sein jetzt und aber auch noch Paar zu bleiben, dass auch nochmal ein Thema ist, was sich da verändert in dieser frühen Phase, kurz nach der Schwangerschaft mit der Geburt. Okay. Also alles das, was sich so auftut, wenn man dann ein Baby bekommen hat oder noch eins und alles, was eben mit Kleinstkindern zu tun hat. Genau. Okay. Und wie geht so eine Beratung? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe dir mal irgendwie ein Beispiel. Also meinst du jetzt, wie man zu uns so überhaupt hinkommt, so ganz? Ja, ganz genau. So ganz. Okay. Ja, genau. Mhm. Nehmen wir mal an, mir fällt irgendwie auf, ach, das klappt nicht mit dem Stillen oder mein Baby schreit irgendwie. Was mache ich dann? Dann kannst du entweder zum Hörer greifen und unsere Nummer wählen oder halt per E-Mail uns anmailen. Bei der frühen Beratung ist es so, dass wir ja so spezielle Fachkräfte für die frühe Beratung haben. Das geht dann direkt an die Fachkräfte weiter, sodass man auch relativ schnell eine Antwort bekommt. Und dann sprechen wir erstmal mit den Eltern oder mit den Müttern, mit den Vätern, worum es geht. Laden sie dann relativ zügig eigentlich zu uns ein, wenn es terminlich passt. Und hören uns erstmal an, worum geht es überhaupt. So. Und dann schauen wir weiter. Was braucht die Familie, was braucht das Baby, was braucht das Kind, was brauchen die Eltern, wie können wir da gut unterstützen. Also bei uns ist immer, wir sagen immer so ein bisschen, du hattest das schöne Beispiel, Christina, mit dem Waldflug, weißt du noch? Genau, ich kann es ja immer kurz beschreiben. Genau, ich krieg's nicht so schön hin wie du. Genau, wir hatten die Idee, dass wenn wir in Familien drin sind, wenn wir selber zur Familie gehören, das ist ja manchmal so der Idee von, dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja, weil dann sind wir ein Baum in diesem Wald und wir möchten gern so eine Art Flug anbieten, dass man gemeinsam über diesen Wald fliegt und nochmal neue Perspektiven entdecken kann. Mhm. Und da möchten wir die Familien bei begleiten, vielleicht nochmal was Neues zu entdecken und vielleicht was anderes ausprobieren zu wollen. Ah, das ist ein schönes Bild. Ja, klar, genau, wenn man dann so in seinen Windeln steckt und irgendwie ist es Stress und das andere Geschwisterkind wird noch eingewöhnt oder, genau. Dass man dann manchmal gar nicht mehr weiß, ist eigentlich, ja, wo ist die Lösung oder wo ist das eigentliche Problem, ne? Okay. Und, aber wie macht ihr das denn in so einer Beratung? Also ich würde euch, nehmen wir Familie Nana und Vera kommt eben und sagt irgendwie, es klappt alles nicht und sie ist einfach kreuzunglücklich, so. Wie kommt ihr denn? Also wie fliegt man denn über diesen Wald?
Genau, ich glaube, zu Beginn würden wir mit der Familie erstmal genau schauen, was gehört zu dem Wald? Welche Bäume? Ja, wie groß sind die? Wie lange stehen die da schon? Gab es irgendwann mal einen Sturm? Also was ist passiert? Was passiert gerade? Was sind Dinge, die vielleicht anstehen? Also wir tauchen in die Situation ein und wollen die kennenlernen. Das ist, glaube ich, so der Start. Und dann schauen wir, okay, was könnte da irgendwie vielleicht eine Idee sein? Welchen Baum könnte man mal anders anschauen, ja, neue Perspektiven anzubieten. Das ist so das. Und dann liegt es bei den Eltern, ob sie Lust darauf haben, da mal hinzuschauen oder ob sie da mitgehen können. Sie dürfen auch sagen, nein, das gefällt uns gar nicht. Genau, das ist, glaube ich, so das. Genau, finde ich auch so ein schönes Beispiel, weil ich hatte zum Beispiel eine Familie, da ging es auch um Schlafen und irgendwie abends immer trinken und dann hatten die immer die Flasche, so eine irgendwie so, die wollten das mit Glas gerne und das war für nachts aber ungeeignet und haben wir gemeinsam überlegt, was ist vielleicht eine gute Alternative und hatten dann irgendwie so eine Flasche mit halt Deckel, die halt nicht ausläuft im Bett und das war dann super. Also das Kind konnte dann alleine die Flasche nehmen, konnte trinken und das war so ein, einfach so ein kleines, ja, wo man, wenn man, wie du schon sagst, in diesen Windeln drinne steckt und irgendwie in dieser Verzweiflung, also die Eltern sind ja auch oft sehr verzweifelt, die wollen halt alles richtig machen und dann ist das manchmal so schwierig und manchmal reicht dann wirklich so, wenn man den Baum ein bisschen umpflanzt, dann geht das schon. Genau. Und auch eben nochmal anzubieten, dass es okay ist, dass es auch mal zu viel sein darf, dass man auch mal erschöpft sein darf. Unbedingt. Also da aufzufangen, zu stärken, um erstmal wieder irgendwie ein Stück weit Ruhe reinbringen zu können. So. Das ist für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also gerade mit den jungen Müttern ist das ja oft so, die kommen ja so von der, ich sag mal, von der Gesellschaft, von den Medien so gefärbt, ne? Man muss sich sofort freuen, es ist alles sofort toll mit einem Baby und genau, und diese Seite gibt es, aber es gibt halt auch die andere Seite, weil so ein Baby ist nicht nur süß und riecht verdammt gut, sondern ist auch manchmal echt nervig, quengelig und man kommt an seine Grenzen, man will irgendwie helfen, merkt, es funktioniert irgendwie nicht und dann kommt so eine Unsicherheit auf und dann gerade auch so bei Müttern, die sich vielleicht am Anfang nicht gleich freuen, das ist alles noch im Normbereich, also man darf das auch mal doof finden, so, man darf das auch mal sagen dürfen und da auch mal drauf gucken. Ach schön, also ist bei euch auch ein Ort, wo man einfach mal auch rauslassen kann, ne? Ja. Höre ich gerade so raus, dass es eben auch anstrengend ist und dass alles, was ist, ja auch irgendwie in Ordnung ist, ne? Jedes Gefühl hat sozusagen seine Berechtigung. Auf jeden Fall. Genau, das ist ganz wichtig. Und wie lange dauert dann so eine erste Beratung oder... Ja, ich sag jetzt erste. Wie viel Beratung gibt es überhaupt? Erzählt doch mal so zum zeitlichen Umfang. Also ich würde sagen, so der erste Termin ist immer so eine Stunde bis maximal anderthalb. Kommt auch immer so drauf an, wie es dann passt, wenn die Babys dabei sind. Die haben manchmal auch nur einen begrenzten Zeitraum, den sie gut aushalten können. Dann passen wir uns an. Und was die Termine an sich angeht, sind wir ganz flexibel. Und das ist, glaube ich, auch so das Große, was oben drüber steht. Wir schauen ganz individuell auf die Familien, was sie brauchen, wie es passt, was hilfreich ist. Ja, super. Und die Babys dürfen mit, habe ich schon gehört. Also bei euch kommt man gut mit dem Kinderwagen hin? Ja, also bei uns ist eigentlich jede Beratungsstelle barrierenfrei. Genau, Wickeltische sind da. Also es ist alles vorhanden, damit sich die Babys auch wohlfühlen und die Mamis und die Papis auch. Genau, und der Kinderwagen darf mit ins Büro, also der kann überall mit reingefahren werden. Okay. Genau. Und jetzt kommt ihr aus Ronnenberg, aber seid ihr nur in Ronnenberg zu finden oder bietet ihr auch woanders Sprechzeiten an? Mhm. Wir bedienen 7 Kommunen in der Region. Und zwar sind wir noch in Springe, in Hemmingen, in Pattensen, in Basinghausen, in Gerden, in Wenningsen und... Ronnenberg. Alle Infos sind dann nochmal nachzulesen in den Shownotes. Keine Bange. Genau. Und das ist unterschiedlich. Wir haben in Basinghausen und in Springe haben wir richtige Außenstellen. Und in den anderen Kommunen bieten wir Sprechzeiten an. Offene Sprechzeiten. Ich glaube, wenn ich die jetzt sage, ist das auch nicht hilfreich. Die kann man auch besser nachlesen. Genau, und dann haben wir auch noch eine Telefonsprechstunde, wo man uns auch eigentlich täglich tatsächlich, gibt es immer so eine Stunde, wo man direkt eine Fachkraft auch erreichen kann. Also auch vielleicht für gerade Mütter, wenn es mal wirklich super brennt, dann hat man direkt eine Fachkraft am Telefon und kann auch mal, entweder rauslassen oder fragen oder was auch immer dann gerade benötigt wird. Und dann gucken wir auch gemeinsam,
weiter. Okay, das ist ja super. Also das heißt, es reicht im Grunde genommen Anruf oder eine Mail und dann tut sich schon irgendwo ein Zeitfenster auf, wahrscheinlich relativ zeitnah, wo ihr dann eben zur Verfügung steht und ja, ein offenes Ohr erstmal habt. So, ne? Das ist ja wunderbar. Und seid ihr auch so in Kommunen, also trifft man euch auch mal auch bei einem Elterntreff oder bei einem Stillcafé? Genau, also in den Elterncafés in den Kommunen sind wir zum Teil vor Ort mit Vorträgen zu verschiedenen Themen wie Schlafen oder ja, Füttern oder was auch immer, was zum Thema ansteht gerade. Wir sind auch in den Kita-Sprechstunden, vielleicht das nochmal dazu. Genau, das ist ja ein Konzept, was es hier in der Region gibt, dass wir, ich glaube, einmal im Monat in den Kitas direkt vor Ort sind und direkt ansprechbar sind, also ohne große Voranmeldung. Man sagt einmal kurz den Erziehenden dort Bescheid und dann kann man uns sprechen. Genau. Wo gibt es uns noch? Also man kann bei uns auch direkt anfragen. Also wenn zum Beispiel irgendwer irgendwie gerne uns hätte, sage ich mal. Also wir machen da auch die ganze Bandbreite irgendwie mit zum Thema Bindung, zum Thema Schlafen, Füttern. Das hat es natürlich. Also zu allem Möglichen. Genau. Sind wir da? Ich überlege gerade, sind wir noch irgendwo? Wir sind zum Teil auch in Schulen, das ist dann vielleicht, wenn es ein älteres Geschwisterkind gibt, nochmal spannend, dass man uns auch da antreffen kann. Genau. Ja, und auch über die Schulsozialarbeiter, die haben uns eigentlich zum Beispiel auch auf dem Schirm. Also ne, wenn man jetzt irgendwie gerade ein kleines hat und das große Kind ist irgendwie da, geht das auch. Ja, ich glaube, das... Ja, aber ist ja schon mal was, ne? Also ich merke schon, ihr kennt euch dann bestimmt gut aus, auch in den Kommunen. Das heißt, wenn jetzt die Familie kommt und ihr sagt, Mensch, ach... Die und die, vielleicht wäre eine Ergotherapie ganz gut oder vielleicht mal ein Babyschwimmkurs oder was auch immer, dann kennt ihr euch bestimmt gut aus und könnt dann auch gut vermitteln. Vielleicht jetzt nicht so direkt, ja, also, ne, aber wir können auf jeden Fall, also das ist auch unsere Aufgabe, dass wir mit der Familie gemeinsam schauen, was braucht es gerade, ne? Also braucht es vielleicht, also sind wir jetzt ausreichend als Beratungsstelle oder braucht es vielleicht wirklich, wie du gerade meintest, eine Ergotherapie, Logopädie, braucht es vielleicht doch ein bisschen mehr, also manchmal empfehlen wir auch dann doch nochmal das SPZ aufzusuchen, also je nachdem, also auch da helfen wir Familien, also ich glaube, wir sind eine gute Anlaufquelle, wenn man irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht. Und man muss nicht gleich direkt wissen, was stimmt nicht oder ja schon eine Idee davon haben, wie die Lösung aussehen kann, sondern auch mit uns gemeinsam zu gucken, ja zusammen einen Weg zu finden. Ne? Braucht vielleicht das Kind wirklich noch irgendwie ein Hobby oder braucht es Entlastung für die Eltern? Also auch da ist, ne, also wir arbeiten ja auch mit dem Jugendamt zusammen zum Beispiel und das auf ganz, ja, ich würde so gerne immer dieses Bild vom Jugendamt wegnehmen. Ne? Also jetzt gibt es wahrscheinlich bei allen so einen Zucken durch die Glieder. Oh. Und nein, also auch da zeitweise vielleicht Familien manchmal zu unterstützen. Ne? Zu sagen, okay, da braucht es vielleicht ein bisschen mehr. Wir holen die mal dazu. Wir sprechen mit denen. Vielleicht eine Familienhilfe oder. Also dass wir so ein bisschen die Sortierer auch sind, ja, sage okay. ich mal. Ne? Genau. Ja, stimmt. Es gibt ja auch noch diese Hausbesuchsprogramme. Ich glaube, in Hornberg ist es ja Bin da, wo man dann auch Ehrenamtliche in Familien schicken könnte. Also sowas geht ja auch. Ne? So von bis eigentlich. Von, genau. Ne? Also ob vom Elterntreff über so ein Hausbesuchsprogramm eine Patin bis hin eben ja durch ein bisschen mehr Unterstützung einfach durch das Jugendamt. Genau. Okay. So, ne? Und trotzdem vielleicht in dem Zusammenhang gleich auch, was ganz wichtig ist, wir stehen unter Schweigepflicht. Das heißt, nicht, wenn wir jetzt die Idee haben, oh, da müsste das Jugendamt rein, laufen wir da auch sofort hin, weil das dürfen wir nämlich gar nicht, sondern das machen wir immer in Kooperation mit den Eltern. Ah ja, schön. Also ganz transparent und wirklich verschwiegen, so sagt man genau, ja. Ne? Genau, okay. Genau. Ja. Es gibt eine Ausnahme, die ist, denke ich, auch wichtig zu benennen. Das ist, wenn wir eine Kindeswohlgefährdung feststellen, dann dürfen wir auch eine Meldung machen und trotzdem versuchen wir das immer in Kooperation eigentlich mit den Eltern zu machen. Okay. Gut, also merke ich nochmal, man muss gar nicht warten, bis ein Problem wirklich dolle, dolle schlimm ist, sondern schon bei einer kleinen Unsicherheit im Grunde kann man ja schon sagen, oh, ich brauche einmal irgendwie, ist das alles so, wie ich das mache, irgendwie, kann ich so weitermachen oder so, genau. Das ist ja das, was Christine auch vorhin meinte, dieses Individuelle, also einfach erstmal kommen, erzählen und wir schauen dann schon und manchmal ergeben sich daraus irgendwie 5 Termine, manchmal ist es auch nach einem schon gut, weil man nochmal irgendwie von außen drauf geguckt hat und irgendwie eine Bestätigung bekommen hat oder eine Idee bekommen hat, je nachdem. Ja. Also das muss nicht immer, ich sage mal, das ist ja bei jedem Mensch auch unterschiedlich. Ne? Manche, da reicht, das Haustier ist verstorben und es ist ein Weltuntergang und bei manchen ist eine riesen
Eine Riesenbaustelle irgendwie. Aber das ist ja sehr individuell. Jeder hat da ja auch ein anderes Empfinden für. Ja, das stimmt. Und ganz gern so früh, wie es irgendwie machbar ist. Also das merken wir immer, dass es dann noch leichter ist, wieder aus Situationen in andere Wege irgendwie eintauchen zu wollen. Mhm. Genau, deswegen laden wir Familien gern ein, so früh wie möglich. Wenn eben erst eine kleine Unsicherheit oder eine Frage da ist, gern dann schon zu kommen. Okay, alles klar. Auch zum Beispiel beim Thema Trennung, Scheidung ist ja auch manchmal mit den Kleinen verbunden. Durchaus, wenn sich Eltern im frühen Stadium trennen, wie machen wir das jetzt mit den Umgängen, Umgangsregelungen, was ist gut für so einen kleinen Zwerg, was braucht er, auch da, also einfach kommen und fragen und wir schauen zusammen, aber auch da schauen wir gerne sehr individuell drauf, also es gibt Richtlinien, die geben so eine Tendenz vor, das muss aber trotzdem immer zur Familie passen und vor allen Dingen zum Kind auch passen. Ja, das glaube ich. Stimmt, ich habe auf eurer Homepage, ich habe ja schon mal geguckt, gelesen, ihr habt auch so Trennungs- und Scheidungs-, so Gruppen, ne? Genau. Irgendwie. Wer trifft sich dann da? Also, wer kommt denn da hin? Da haben wir zwei Angebote. Also einerseits können die Kinder aus den Familien, denen sich die Eltern getrennt haben, zu uns kommen. Genau, das ist dann eben die Kindergruppe, wo eben mehrere Kinder zusammenkommen und eben gemeinsame Erfahrungen irgendwie auch ein Stück weit teilen können, Entlastung erfahren, dass es eben auch nichts mit ihnen zu tun hat, sondern ein Thema der Eltern ist. Das ist uns immer ganz wichtig, weil wir erleben, dass Kinder schon oft den Gedanken haben, oh Mensch, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Genau, da wollen wir ja gerne die Kinder entlasten und da ja hilfreich da sein. Genau, und dann können andererseits auch die Eltern zu uns kommen. Das ist dann der Kinder-im-Blick-Kurs heißt der. Genau, das ist für Eltern, die sich getrennt haben, wobei aber jeweils nur ein Elternteil aus dem getrennten Elternpaar in einem Kurs ist. Genau, also die Eltern belegen nicht gemeinsam einen Kurs. Ah ja, das ist vielleicht genau ganz gut oder auch nicht. Okay, genau, ja. Genau, ja. Da auch nochmal zu schauen, wie mache ich es als Elternteil, damit die Trennung irgendwie fürs Kind ja, gut auszuhalten ist an der Stelle. Wie kann ich es gut begleiten, verschiedenste Emotionen, die da aufkommen in dieser Situation. Ja, und das ist ja auch für Eltern mit Kindern in allen Altersgruppen wahrscheinlich, ne? Also die Kinder in der Blickgruppe, also für die Eltern in die Gruppe. Für die Eltern, für alle. Genau. Ja, die Babys in der Kindergruppe können sich... Genau, und die Kindergruppe ist so, ich weiß nicht, so ab 6, 5? Genau, wir fangen immer so mit Schuleintritt in dem Alter an. Genau. Genau. Und also wenn die Ressourcen es zulassen, dann bieten wir für die Eltern zwei Gruppen parallel an. Also dass quasi schon beide Elternteile die Gruppe machen können, aber nicht zusammen. Das ist immer gleich von Vorteil. Ach so. Ne? Also es ist die Möglichkeit für beide Elternteile gegeben. Schön. Der Frieden zu wählen in zwei Gruppen. Genau. Was macht eigentlich für euch das Besondere eurer Arbeit aus? Also habt ihr irgendwie so einen besonders schönen Moment, den ihr mal mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollt? Ein besonders schönen Moment. Also ich merke gerade auf die Frage an sich, fällt mir ein, ich schätze an der Arbeit total, dass es so individuell ist und jede Familie irgendwie für mich interessant ist und total spannend ist, dort eintauchen zu dürfen, auch dieses Vertrauen zu spüren, okay, ich darf diese Familie kennenlernen und da reinschauen, wie geht es denen, was brauchen die. Das ist so, was mir, glaube ich, allgemein total Freude bereitet an dieser Arbeit. Und gerade mit den Kleinen ist es ja auch so, Kinder sind einfach so herrlich ehrlich. Ja. Ja, also man kriegt da unmittelbaren Feedback und wenn man irgendwie arbeitet und es funktioniert was und man hört von den Eltern auch, es läuft jetzt entspannter, die freuen sich. Also ich finde, das ist so eine dankbare Arbeit. Nicht immer kriegen wir eine Rückmeldung, aber irgendwie meistens doch dann irgendwie schon und das ist einfach total, total schön. Also ich finde auch dieses Individuelle schön, dieses Persönliche und einfach mit Kindern und Familien zu arbeiten ist einfach toll, wenn man merkt, man bewegt irgendwas und die kommen ja entspannter wieder oder ne, es ist irgendwie, das Familiensystem ist glücklich und oder die Kinder sind entlasteter oder das ist einfach total, total schön. Ach schön, das klingt wirklich gut. Also das passt gut zu unserer Frage, die wir wirklich jedem hier stellen, jedem InterviewpartnerInnen. Wo liegt die Chance in eurem Angebot? Wir sind ja hier im Chancenreich, ja, genau. Also ja, aber das hast du fast schon eben gesagt, ne? Also die Chance irgendwie darin, ja, ein Stück besser, gelingender, zufriedener Familie zu gestalten.
Genau, und das machen die Eltern selber. Also ich glaube, uns ist es ganz wichtig, dass wir sind nicht die Experten. Also wir sind nur diejenigen, die helfen, also die unterstützen, die vielleicht mal, ne, wie Christina sagt, die Perspektive versuchen zu wechseln. Also weil wir gehen davon aus, dass jede Familie selber am besten weiß, für sie, was für sie ist. Und da kommen wir wieder auf dieses Individuelle. Also und da gemeinsam hinzuschauen, ne? Und vielleicht mal blinde Flecken aufzudecken oder irgendwo, wo man vielleicht auch nicht so gerne hinguckt. Und wenn man dann das Vertrauen hat, auch mal durch unangenehme Sachen zu gehen, ist das einfach total schön. Und ich glaube, das ist unsere Chance. Und dafür können sich die Eltern oder die Kinder auch Zeit nehmen. Also die können die Zeit, die sie brauchen, sich nehmen und selber entscheiden, wollen wir da hingucken oder machen wir noch eine Schleife, laufen noch mal um zwei Bäume rum, bevor wir da hingucken. Also das ist, glaube ich, echt die schöne Chance bei uns. Genau, und vielleicht auch ein Teil der Chance ist noch, dass die Eltern eben aus dieser Haltung von ganz viele kommen zu uns, lösen sie mal das Problem für uns, rauskommen dürfen. Wir möchten sie begleiten, selber in die Haltung zu kommen, okay, wir können hier was verändern, wir können es beeinflussen, uns kann es gelingen. Mhm. Ja, also sie dahin zu bringen, auch wieder eine Idee zu haben von, ich kann irgendwie mein Leben gestalten und die Situation mitgestalten. Genau, das ist auch so ein Teil, was wir am Anfang mit den Familien erstmal sortieren und besprechen müssen, dass sie die beste Lösung, wenn überhaupt, für sich selber finden können. Ach, wunderbar. Das klingt genau. Wirklich gut. Dann bedanke ich mich jetzt schon an dieser Stelle und wünsche euch ja weiter viel Erfolg und Spaß bei der ganzen Waldarbeit, nenne ich es mal, genau, in der frühen Beratung. Und ja, gern bis bald mal wieder. Vielen Danke. Dank. Vielen bis Dank. Bald. Bis bald. Danke fürs Zuhören.